Das war die Zeit in Sachen aus dem Radio. Es ist genau 12 Minuten vor 6. Angefangen habe ich als Träger. Die Kunden sind gekommen und ich habe ihre Lieferung zu ihren Autos gebracht. So habe ich ein Jahr gearbeitet als Träger. Dann hatte ich verschiedene andere Arbeitsstellen. Jetzt habe ich einen Job mit Bananen. Dort verdiene ich mehr und plage mich weniger. Ich habe angefangen zu arbeiten, als mich mein Freund mitnahm. Er brachte mich mit seinem eigenen Karren zum Großmarkt. Er sagte zu mir, wir gehen im Großmarkt arbeiten. Ich half ihm, Kisten zu verfrachten. Und für 10 Kisten bekamen wir 20.000 Soles bezahlt. Ich fing montags an und bekam dann 70.000. Und so kaufte ich meine ganze Kleidung. Es ist schon in Ordnung, dass ein Kind arbeitet, weil sie zu Hause ja Essen brauchen und die Eltern zu wenig verdienen. Die Kinder dürfen nicht die ganze Zeit arbeiten, weil die schweren Sachen den Magen und den Nieren schaden. Deswegen mögen es die Mütter nicht, dass die Kinder im Großmarkt arbeiten. Wenn ich Schmerzen habe, sage ich nichts zu meiner Mutter. Ob es mir gut tut oder nicht, arbeite ich einfach weiter. Ich arbeite, um meiner Mutter Geld zu geben, damit sie mir einen Tisch baut und Schuhe kauft und damit sie kocht. Was ich verdiene, gebe ich meiner Mutter. Sie kann damit machen, was sie will, weil sie für mich gesorgt hat, als ich ein Kind war. Mich zur Schule geschickt hat und ernährt hat. Gracias.
die tun noch gewonnen. Fast alle, die ich kenne, sind arm. Was ich sehe, die, mit denen ich lebe, alle sind arm. Die Armen arbeiten und arbeiten und verdienen nichts. Es gibt Reiche. Ich denke, es sind Ausländer. Sie kommen aus den USA und aus Ecuador. Sie befehlen, große Häuser zu bauen. Und sehr schöne. Ich kam durch Tor 8. Da kam ein Herr zu mir und sagte mir, ich habe 30 Kisten. Transportiere sie mir nach Hause. Das habe ich gemacht und bin um 7 Häuserblocks weit gefolgt. Er war sehr nett zu mir. Er sah nicht wie ein Dieb aus. Als wir in seinem Haus waren, sollte ich den Karren stehen lassen und einen Freund suchen, der mit mir noch 90 weitere Kisten holen könnte. Ich bin gegangen und als ich mit meinem Freund zurückkam, waren der Herr und mein Karren verschwunden. Mein Schiff zahlt mir 80.000 Soles und eine Suppe. Als wir eines Tages hart gearbeitet hatten, verlangte ich eine doppelte Portion. Als es ans Bezahlen ging, hat er mir die 80.000 ausbezahlt und berechnete mir nicht einmal die zweite Portion. Ich wäre gerne ein guter Kaufmann, ein guter Großhändler, ein Fachmann. Lesen, um ein großer Meister zu werden. Und wenn möglich, ein kluger Verkäufer wie mein Vater. Ansonsten versuche ich Hühnersuppe, Karotten und Chili zu verkaufen. Und wenn das nicht, eine Stelle im Großmarkt für Obst. Oder ich arbeite, um ein Restaurant zu eröffnen. Ich nenne sie Enrico. Stimmt. Und dich? El Gringo. Wie viel hast du heute verdient? 70. Ich 80. Wie alt bist du? 11. Ich 9.